Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ich mach's ganz schnell, bevor der Shop da ist. Leute, ja, auf jeden Fall alle, die dieses Video jetzt schauen und noch kein Abo dagelassen haben, definitiv ein Abo dalassen. Ich bin immer gefühlt der Pünktlichste, der das Shop-Video hochlädt. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall für euch. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da habe ich noch einige Ankündigungen für euch, die euch auf jeden Fall interessieren würden. Aber ja, der Shop heute ändert sich. Ich glaube, die Battle Pass Stufen bleiben wieder. Aber wir gucken uns jetzt mal direkt den Shop an. Viel Spaß. Ihr habt es eben gemerkt, ich hatte es ein wenig eilig, weil ich den Shop fast verpasst habe. Aber hier haben wir ein seltenes Emote und zwar Wackeln. 500 V-Bucks für dieses Wackeln Emote und ich finde es eigentlich ganz nice. Also das Ding ist ja schon ein bisschen länger im Spiel und das Ding ist eigentlich auf jeden Fall fresh. 500 V-Bucks kann man auf jeden Fall nichts Falsches machen, Leute. An alle, die 500 V-Bucks haben und sich das auf jeden Fall gönnen möchten, können das auf jeden Fall machen. Ja, ist auf jeden Fall ein gönnbares Emote. Gucken wir aber mal direkt weiter. Dann sehen wir die rote Verteidigerin. Ein Skin, den ich absolut nicht feiere. Ich feiere ihn irgendwie nicht, der spricht mich null an und das ist auf jeden Fall ein Outfit, was ich mir definitiv nicht kaufen würde. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob irgendjemand von euch dieses Outfit hat. Interessiert mich auf jeden Fall, ob irgendjemand dafür 800 V-Bucks ausgegeben hat. Naja, abgesehen vom Fraps, der hat ja gefühlt jeden Skin gekauft, aber dieses Outfit würde ich einfach definitiv nicht kaufen. Dann haben wir für 800 V-Bucks die Imperiumshacke. Und viele von euch wissen, ich bin ein Fan von dieser Spitzhacke. Ich weiß nicht warum, ich habe mir das Teil nicht gekauft oder immer noch nicht gekauft. Ich bin am Überlegen, aber ich denke mir dann so, dann warte ich lieber auf was etwas richtig Geiles, was mich dann richtig flasht und hole mir das Teil. Aber die Imperiumshacke ist definitiv ein Erntewerkzeug, was man sich auf jeden Fall kaufen kann, wo ich auf jeden Fall ein Fan von bin. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, hat das irgendjemand schon? Wenn ja, dann auf jeden Fall mal Hashtag Imperium rein in die Kommentare. Aber wir gucken mal direkt weiter und gucken mal, was wir noch so im Shop haben. Dann haben wir noch für 800 V-Bucks die russische Hocke noch mit dazu. Kazajok, 800 V-Bucks, ein episches Emote, auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Emote und ein Emote, das man sich auf jeden Fall gönnen kann. Guckt euch das mal an. Ich weiß, ihr Schlawiner guckt natürlich wieder unterm Rock, aber das Ding sieht doch einfach richtig witzig aus. Ein sehr älteres Emote, was wir schon des Öfteren hatten im Shop. Nichtsdestotrotz ein Emote, was ich auf jeden Fall immer noch sehr witzig finde. Dann natürlich nochmal die 10 Battle Pass Stufen für 900 V-Bucks im Shop. Wir hatten gerade mal die 5. Woche und ich bin eh schon Level oder Battle Pass Stufe 90. Ich habe das Ding fast durch. Und ja, 900 V-Bucks für diese 10 Stufen kann man sich auf jeden Fall gönnen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich würde wie gesagt noch warten. Das Ding bleibt eh noch richtig lange im Shop, Leute. Das wird nicht in kurzer Zeit rausgehen. Wir haben es jetzt schon seit einigen Tagen im Shop und deswegen bleibt einfach am Ball, Leute. Spielt ein bisschen mehr Fortnite, ja, levelt euch erstmal hoch und kauft euch das zum Schluss. Am Ende der Season kommt das Ding eh wieder, bin ich mir zu 1 Million% sicher. Deswegen wartet auf jeden Fall ab und kauft euch das Ding nicht jetzt direkt, sondern wartet einfach und spielt noch ein bisschen. Dann ein episches Erntewerkzeug. Globale Hacke, 1200 V-Bucks und das Ding sieht ja mal richtig geil aus. Also ich bin ein richtiger Fan davon. Ist auch ein älteres Erntewerkzeug, haben wir schon des Öfteren mal im Shop gehabt, aber nichtsdestotrotz sieht es auf jeden Fall komplett anders aus. Er sieht einfach besonders aus und das finde ich richtig geil daran, dass sich der Mars, der Mond und so drumherum auch noch bewegen. Richtig cool. Die Sonne ist auch noch da. Deswegen kann man sich das auf jeden Fall geben und sich nochmal ein bisschen weiterbilden. Aber das ist nicht das Einzige, was wir im Shop haben. Wir haben sogar noch ein paar Sachen im Shop und zwar den Leviathan. Den Leviathan mit seinem Fischtank auf dem Rücken für 2000 V-Bucks. Ein legendäres Outfit heute im Shop. Ein Outfit, das man sich definitiv für 2000 V-Bucks gönnen kann. Ich finde es einfach richtig nice und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es so einen neuen Effekt oder so. Kann das sein? Ich bin jetzt nicht so drin. Ich habe damals noch nicht so ein Shop-Video gemacht, aber den Leviathan, seht ihr das Grüne? Kommt mir das nur so vor? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob das schon immer so war, aber ist mir so gerade aufgefallen. Ja, das Glas oben schon ein bisschen angebrochen, aber nichtsdestotrotz sieht der Kopf auch richtig fresh aus. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Mit dem Rückenaccessoire hier, dem Fischtank und ja, dann haben wir noch die Planetensonde. Ein Hängegleiter, der ist richtig geil. Richtig, richtig nice sieht das Teil aus. 1200 V-Bucks und das ist auf jeden Fall ein Erntewerkzeug, was man sich auf jeden Fall gönnen kann. Ja, genau. Ein Hängegleiter meine ich natürlich. 1200 V-Bucks, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das gönnt oder nicht. Wenn ihr es euch gönnen möchtet und nicht genug V-Bucks habt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch auf jeden Fall V-Bucks kaufen. Sind PSN-Karten verlinkt. Bis zu 10 Euro könnt ihr da sparen, also lohnt sich das definitiv und ihr würdet mich natürlich unterstützen. Auf jeden Fall danke an alle Unterstützer, die darüber kaufen. Dann natürlich nochmal ein Erntewerkzeug, Reben. Ja, Teil des Fliegenfallen-Sets und das Ding sieht auch auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, sehr, sehr cool. 800 V-Bucks dafür. Ja, es ist besonders. Ich würde es mir vielleicht nicht holen, aber es ist besonders und sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ihr denkt euch natürlich, ja, das wird nicht alles gewesen sein, da fehlt bestimmt noch etwas. Und ja, ihr habt auch vollkommen recht,
der Flytrap-Skin. Ein Outfit, ein legendäres Outfit. 2000 V-Bucks. Wir haben heute zwei legendäre Outfits. Und ich finde dieses Outfit geil. Einfach geil, wirklich einfach geil. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sieht cool aus. Es ist sehr, sehr besonders. Und ja, eigentlich mal gefühlt ein Skin ohne Schiene am linken Bein. Ich weiß nicht warum, aber diese Schiene ist wirklich an jedem Skin dran. Leute von Epic Games, lasst es bitte sein. Aber hier, dann haben wir noch den Venusflieger dazu. 1200 V-Bucks für diesen Venusflieger. Der ist auch richtig episch. Ich finde beide geil. Ich finde diese Sonde finde ich geil und diesen Venusflieger finde ich auch richtig heftig. Schreibt mir gerne auch immer in die Kommentare. Aber wie gesagt, man kann sich auf jeden Fall beides gönnen. Planetensonde und den Venusflieger. Beide sehen richtig, richtig nice aus. Das war der Shop von heute. Zwei legendäre Outfits. Finde ich beide geil. Bin ein Fan von beiden. Die Hängegleiter finde ich auch geil. Erntewerkzeug. Also wie gesagt, heute ist ein Shop, wo man sich gefühlt fast alles kaufen kann, wenn man sich das leisten kann. Schreibt mir wie gesagt eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr noch V-Bucks braucht, ich habe derzeit ein Gewinnspiel am Start. Was ihr dafür tun müsst, einfach ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein, natürlich die Glocke aktiv haben und einfach mal Hashtag TacticsArmy in die Kommentare. Bis zum Dienstag läuft das Ganze noch, da ist das Ganze vorbei und ich werde das alles auf Instagram auf jeden Fall auflösen. TacticsGaming_YT heiße ich da, checkt es auf jeden Fall aus. Und ansonsten war es von dem Video, sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.